Dinge, die passieren können und die dann am Ende richtig teuer werden oder vor Gericht landen. Und warum das so ist und wie das ist, erklärt kein Mensch auf der Welt besser als Thomas Pfeil. Schön, dass Sie da sind. Viel Spaß mit dem Pfeil. Ja, es geht. Mikrofon funktioniert. Wunderbar. Cloud Computing, das ist ja manchmal wie Zauberei. Also Sie kippen Daten rein und wundern sich, was da alles so rauskommt. Und das ist manchmal rechtlich auch so. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Das ist nicht der wesentliche Inhalt meines Vortrages, sondern da kommt noch ein bisschen mehr. Aber wie sich das einem anständigen Vortrag gehört, kommt jetzt als erstes eine Vorstellung. Mein Name ist Thomas Pfeil. Ich habe es total gut, weil ich wohne in Hannover, habe kurze Anreisewege und genieße das sehr. Und wer mehr über uns wissen will, recht-freundlich, wir sind eine Anwaltskanzlei, die sich spezialisiert hat auf IT-Recht und Internetrecht. Ja, gibt eine Webseite, wenn Sie gucken mögen, gerne. Aber wir sind ja hier nicht zur Selbstdarstellung, sondern es geht um die Frage, wie kriegt man eigentlich Cloud Computing rechtlich sicher hin? Wie schafft man das, dass man die rechtlichen Hürden, die es gibt, vernünftig umschifft? Und man möchte ja eigentlich so da reingucken. Ne? Man sieht so die Cloud und alles ist gut und auch rechtlich sicher. Und wir merken, welche Dynamik das Thema hat. Cloud Computing Pressemitteilung, 10. März 2015 selbst. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz nimmt sich dieses Themas an. Und eigentlich ist dann alles gut. Wenn das Ministerium da ist, dann können wir eigentlich entspannt bleiben. Leider ist es nicht ganz so, weil noch viele rechtliche Fragen offen sind, die ich Ihnen so punktuell einfach mal aufzeigen möchte. Wenn wir aber mal schauen, was sind eigentlich die dahinterliegenden Fragen, dann geht es eigentlich um zwei Themen. Nämlich das erste, traue ich demjenigen, dem ich meine Daten gebe? Und zweitens, wie kriege ich das hin, dass die Sache sicher ist? Also Vertrauen und Sicherheit sind zwei Themen, die eine Rolle spielen. Na, jetzt müsst ihr. Und wenn man mal guckt, einfach so Ausschnitt aus den letzten Tagen, den Pressemitteilungen, fast jedes zweite Unternehmen, 49%, hat Angst vor Datenverlust. Das hat was mit Vertrauen und Sicherheit zu tun. Und für immerhin 40% sind rechtliche Unsicherheiten ein Hinderungsgrund. Und selbst wenn die Zahlen nicht so genauso sind, aber in dem Dunstkreis spielt sich das durchaus ab. Ja, und wer von Ihnen hat schon mal einen rechtlichen Vortrag zum Thema Cloud Computing gehört? Ja. Wie ist es Ihnen danach ergangen? Ausgenommen Professor Heckmann. Wie ist es Ihnen ergangen? Haben Sie sich danach sicherer gefühlt? Ja? Oder noch unsicherer? Das ist so ein bisschen im Moment der Eindruck, der sich ergibt, wenn man so Cloud Computing Vorträge. Da sind Berater natürlich nicht immer ganz uneigennützig an der Stelle. Man möchte natürlich mit so einem Vortrag durchaus Beratungsbedarf generieren. Das ist ja auch ein gutes Mittel. Aber wir haben einfach das Problem, dass wir Unsicherheit generieren. Wir wollen mal uns auf die Spur begeben, wo sind eigentlich und warum gibt es da Unsicherheit? Ja, was ist so die rechtlichen Fragen, die sich erstellen? Und da haben wir ein Thema. Juristen sind ja bemüht, möglichst in vorhandene Denkschemata etwas so was Neues wie Cloud Computing einzuordnen. Also eigentlich kommen wir aus einer Welt von BGB. Da gibt es Miete, Kauf, Dienstvertrag, Werkvertrag. Und wenn wir es richtig gut haben, passt das, was Sie technisch neu haben, irgendwie in dieses Schema. Und das versuchen wir auch an einer Stelle. Und es gibt Cloud Computing Leistungen, die sind ganz dicht bei Mietverträgen. Also faktisch haben Sie etwas, was Sie gemietet bekommen. Wir müssen uns dann gedanklich lösen von so Wohnraummietverträgen. Wir müssen uns lösen von so Mietverträgen, wo es um Schönheitsreparaturen geht. Also es geht um Gewerberaummietrecht, also mehr um Leistungen, die Sie mieten. Und da kann man mit den Regelungen, die es im BGB gibt, durchaus an manchen Stellen arbeiten, aber leider nicht uneingeschränkt. Das ist der eine Eckpunkt. Wir haben Miete. Das andere, was wir dann wiederfinden, ist das, was wir IT-Outsourcing nennen. Also klassische Outsourcing-Leistung. Und wenn wir dann so schauen, was es für juristische Diskussionen in den letzten Jahren gegeben hat rund um Outsourcing-Verträge, dann können wir vieles wieder nutzen, auch für Cloud-Dienstleistungen. Also wenn Sie komplette Services rausgeben, dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, was war denn damals mit Outsourcing-Verträgen, was war eigentlich rechtlich spannend und wichtig und das dann doch an der einen oder anderen Stelle wieder aufleben zu lassen. Das ist so das Spannungsfeld, was wir haben.
Und das zeigt sich dann auch, wenn wir die Verträge gestalten, dann haben wir hier im Bereich Mietvertrag eher kurze Verträge. Und wenn Sie in den Bereich Outsourcing gehen, dann fängt es an, richtig Papier zu werden. So, wenn wir mal schauen im BGB, was ist denn eigentlich Hauptpflicht beim Mietvertrag? Der Vermieter ist verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache, also dem Cloud-Services, zu geben. Und er muss das anständig in einem für den vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand halten. Also der Anbieter muss dafür sorgen, dass das dauernd brauchbar funktioniert. Eigentlich ein Zustand, mit dem man als Kunde ganz gut leben kann und wo man, wie gesagt, auch mit dem BGB-Mietvertragsrecht ganz gut klarkommt. Wenn Sie dann Outsourcing haben, dann fangen andere Themen dazu an, nämlich die Frage, was ist mit Urheberrecht, was ist mit dem Thema Datenschutz, komme ich gleich noch zu, da hängen auch im Zweifel arbeitsrechtliche Fragen dran, gesellschaftsrechtliche, und die Liste ließe sich jetzt hier fortführen, und am Ende haben Sie einen Vertrag, der sich gewaschen hat und der eben nicht mit 5 Seiten beendet ist. Aber wenn wir nochmal schauen, eine der zentralen Weichenstellungen und Diskussionen rund um das Thema Cloud Computing dreht sich um das Thema Datenschutz. Und da gibt es eine Weichenstellung für Ihr Cloud-Projekt, die wir uns mal kurz anschauen wollen. Nämlich die wichtigste Frage, die Sie stellen müssen und klären müssen, ist, welche Daten gehen jetzt eigentlich weg? So, da gibt es unterschiedliche Klassifizierungen, und da schauen wir uns gleich mal an, was hinten dran hängt. Wir haben personenbezogene Daten, wir haben besondere Arten von personenbezogenen Daten, steuerlich relevante Daten und Produktionsdaten, die aber erstmal mit Datenschutz vielleicht weniger zu tun haben. So, wenn man mal anschaut, personenbezogene Daten, Datenschutz denkt eben nicht an Mengen. Also wenn Sie 2 Namen haben und eine Adresse, dann tickert Datenschutz los. Also Sie brauchen an der Stelle nicht große Datenberge, um mit Datenschutz loszulösen oder loszutreten, sondern das fängt viel früher an. So, und dann sind Fragen zu beantworten. Wo gehen die Daten hin? In welches Land geht das? Bleibt die Verantwortung für die Datenverarbeitung bei Ihnen als Auftraggeber oder geben Sie die ab? Na, jetzt müsste was kommen. Ja. Und hinten dran hängt sowas wie Auftragsdatenverarbeitung und § 11 Bundesdatenschutzgesetz mit so ganz eigentümlichen Bildern, die uns, obwohl das schon lange im Gesetz steht, immer noch nicht so ganz vertraut sind. Nämlich Bildern, die heißen, ich muss als Auftraggeber losgehen und mir den Auftragnehmer mal genau anschauen. Das Gesetz sagt zunächst, schau dir das bitte vorher an und prüfe, ob alle datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Das war so vor 3-5 Jahren, wenn Sie das bei Amazon Cloud versucht haben, Amazon Cloud Service, dann haben Sie also freundliches Mitleid geerntet. Mittlerweile hat Amazon auch gelernt an der Stelle, okay, europäisches Datenschutzrecht und deutsches Datenschutzrecht ist geschäftsfördernd. Wenn Sie mittlerweile da über das Thema Auftragsdatenverarbeitung agieren, dann reagieren die auch entsprechend, können damit auch umgehen. Es gibt die ISO-Norm mit Anforderungskatalogen, da findet man mittlerweile gut was. Also wenn Sie personenbezogene Daten in die Cloud geben, dann geht Datenschutz los und Sie müssen da entsprechend was tun. Wenn Sie besondere Arten von personenbezogenen Daten haben, insbesondere Sexualleben ist vielleicht nicht das Dauerthema, sondern Gesundheitsdaten, dann kommt wieder das ganze Datenschutzthema, aber Sie haben eins noch dahinter. Das betrifft insbesondere Ärzte, Anwälte und alle, die mit § 203 Strafgesetzbuch zu tun haben, wo gesagt wird, diese Berufe haben eine Berufsverschwiegenheit. Das muss man sich genauer anschauen, weil wenn Sie da zu früh und unangemessen Daten weitergeben, haben Sie plötzlich auch ein strafrechtliches Thema. Das ist, wie gesagt, für Ärzte ein echtes Problem. So, und jetzt denkt man eigentlich, Datenschutz ist schon schlimm genug, aber es gibt noch einen Teil, den man nicht ganz außer Acht lassen kann, der sehr spannend ist und der an dem Bundeszentralamt für Steuern hängt. Es geht nämlich um steuerlich relevante Daten. Nett ist nach wie vor die Definition des Bundesfinanzministeriums für steuerlich relevante Daten. Die sagen nämlich, steuerlich relevant sind die Daten, die steuerlich relevant sind. Damit sind alle Ihre Fragen geklärt und man kann eigentlich dann sagen, ja, dann weiß ich es ja. Wenn Sie steuerlich relevante Daten haben, Buchhaltungsdaten, insbesondere Verträge oder alles, was irgendwie Zahlungsströme auslöst, sollten Sie beim Thema Cloud Services Ihr Finanzamt fragen. Es gibt nämlich eine Regelung, die sagt, im Abgabenort und Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu führen. Und zwar vor dem Hintergrund, dass natürlich die Steuerverwaltung keine Lust hat, ihrem Cloud Service hinterherzureißen durch die Wolken, sondern die möchten, wenn sie was Böses tun,
direkt vor Ort bei Ihnen auf die Daten zugreifen können. Also das ist ein Thema, was Sie im Zweifel mit Steuerberater abklären sollten. Steuerlich relevante Daten machen durchaus Stress. So, dann gibt es eben Produktionsdaten, wo es jetzt gar nicht so um Personenbezug geht. Und da ist es so, dass wir Datenschutz meistens nicht haben, weil, wie gesagt, keine personenbezogenen Daten. Da geht es um Schutz von Geschäftsgeheimnissen, da laufen so ganz andere Szenarien ab. Also da geht es mehr so um IT-Sicherheit und Schutz. Vorhin hat jemand gesagt, das wäre ein Selbstbildnis. Ich habe mir abgewöhnt, das mit dem Sixpack, weil ich festgestellt habe, das steht mir nicht. Also es geht nochmal um die Frage, wie ist dieses Spannungsverhältnis eigentlich? Ich habe also einen Endkunden, einen Reseller. So, und das wollen wir uns nochmal kurz anschauen. Also, wenn Sie Reseller sind, dann müssen Sie für sich klären, welche Rollen wollen Sie im Datenschutz. Also es gibt die Reseller, die sagen, das Thema Datenschutz, das behandle ich eher defensiv, wenn der Kunde fragt, agiere ich. Und dann gibt es die Reseller, die sagen, nee, ich muss das offen aus nach vorne tragen, das kommt sowieso als Frage, dann kann ich es auch gleich anständig machen. Ich würde eher die aktive Rolle nehmen, weil das Thema Datenschutz mittlerweile so mit Cloud-Services verdrahtet ist, dass man da eigentlich kaum rauskommt. Es gilt das, was Sie für alle IT-Verträge sagen können, Cloud-Services als Reseller, ihre vertraglichen Gestaltungen haben einen zentralen Punkt, das Herzstück, Leistungsbeschreibung. Mir ist es lieber, Sie haben eine schlechte Haftungsklausel, aber eine gute Leistungsbeschreibung, weil das Thema liegt, die Streitpunkte, die Eskalation in Vertragsverhältnissen passieren hier über Ungenauigkeiten, die hier liegen. Also, wenn Sie Reseller sind, bitte nehmen Sie sich viel Zeit zu beschreiben, was kriegt mein Kunde. Und der Schwerpunkt liegt weniger auf der juristischen, sauberen Formulierung, also dass jetzt, ich sag mal, jetzt wirklich jede juristische Feinheit im Hinterkopf haben, sondern es geht mehr darum, dass der Kunde genau weiß und das genau abgegrenzt ist, das bekommt er und dafür muss er extra zahlen. Haftung ist sicherlich ein auch beschrieben haben, was Sie nicht tun, also nicht in der Form einer Negativliste, das finde ich immer das absolute Vertriebshindernis, wenn man schreibt, was man alles nicht macht, aber wenn Sie reingeschrieben haben, was Sie Positives tun, dann regelt sich vieles auch zum Thema Haftung. Ja, und ansonsten haben Sie das. Also wenn Sie Reseller sind, sind Sie ungefähr hier. Sie sind in der Sandwich-Position zwischen Endkunden und dem Hauptanbieter. Da kommen Sie auch schlecht raus und da muss man sich auch ein Stück weit mit. Aus der Perspektive des Endkunden. Datenschutz ist ein zentrales Thema, haben wir vorhin gesehen. Risikomanagement, also Sie müssen gucken, hat mein Anbieter irgendwie dieses Thema Cloud-Service anständig im Griff? Und bitte allen Gedanken verwenden Sie darauf, wie komme ich eigentlich jemals wieder aus meiner Wolke raus? Also wir haben ja irgendwie gefühlt so Wellenbewegungen. Ne? Da gehen alle rein in Outsourcing-Projekte und man hat das Gefühl, 5 Jahre später gehen alle wieder in Insource-Projekte. Und unter dem Gesichtspunkt überlegen Sie sich bitte gut, wie komme ich denn aus Cloud-Services raus? Und wenn man jetzt überlegt, interne gedankliche Prüfungsschemata, dann würde ich sehr genau gucken, kriegt man das rechtlich im Griff und auch mal das Szenario durchspielen, was ist eigentlich, wenn sich mein Vertragspartner überhaupt nicht an rechtliche Regelungen hält? Wie stehe ich denn eigentlich da? Oder die Fälle, die wir schon durchaus in einzelnen Bereichen hatten, was ist denn, wenn mein Vertragspartner insolvent ist und meine Daten sind in der Wolke? So, das heißt, an manchen Stellen müssen wir sagen, es gibt eine rechtliche Absicherung, vielleicht braucht es aber hier, Stichwort Exit-Management, um das mal ein bisschen hochtraben zusammen, vielleicht braucht es auch eine technische Absicherung. Also das ist etwas, die zentralen Themen, die Sie als Endkunde haben und das möchten Sie genau nicht, dass also dass das Thema IT-Sicherheit im konkreten Fall ist. Oder wie ich auch heute Morgen hatte beim Mandanten auf die Frage, ist Ihr Serverraum abgeschlossen? Kam eine spontane Antwort, nein, das ist bei uns der Technikraum, da steht auch der Kopierer. So kann man IT-Sicherheit machen, das ist aber nicht Ihr Cloud-Services, den Sie wünschen. So, und noch ein paar Themen hängen eben dran, aber nicht in der Priorisierung so hoch. Sie müssen überlegen, was haben Sie für Rechte eigentlich an der Software, wenn Sie NAT nutzen. Sie haben immer noch hinten dran das Archivierungsthema, auch das muss man sich anschauen. Sie haben gegebenenfalls sehr langfristige Archivierungspflichten. Themen, die man dann im Rahmen der Vertragsgestaltung sich anschauen muss. Haben Sie noch Fragen? Gerne, also kostenloser Rechtsrat, billiger kommen Sie nicht an. Noch jemand fragen?
Ich bin sich die Frage ergeben, sich beim längeren Nachdenken dann doch noch. Herr Feil, Sie müssen uns noch mal hier. Erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Feil, dass er das hier für uns gemacht hat. Danke, für mich auch wieder jedes Mal interessant, was alles dahinter steckt bei der Cloud. Sehen Sie sich das, wenn man eine Minute wartet, kommt die Frage. Gerne. Also die Frage war, wie ist das mit diesen vorgefertigten Verträgen, die man als Reseller bekommt? Kann man sich darauf verlassen oder nicht? Also ich spiele jetzt mal nicht zurück. Denken Sie an das Sandwich. Und diese Rolle haben Sie, also Sie sind in dieser Sandwich-Position, dass der Endkunde an der Stelle leisten will und natürlich der Ihr Vertragspartner, der Ihnen Leistung zum Weiterverkauf anbietet, möchte natürlich im Grunde raus sein. Also das ist ja ein kaufmännisches Ziel, würde ich ja auch machen, wenn ich auf der anderen, an der Seite des Tisches sitze. Von daher, ich würde nicht ungeprüft die Verträge übernehmen, weniger mit Blick auf Ihren Anbieter, sondern mehr mit Blick darauf, was kann ich für Eskalation und Schwierigkeiten beim Kunden erwarten. Ich mache mal zwei Beispiele. Also Sie kriegen einen Vertrag, da ist das Thema Datenschutz eher sporadisch behandelt. Dann wissen Sie, früher oder später kriegen Sie das Problem beim Endkunden, wenn Sie jemanden haben, der das Datenschutzthema auf dem Schirm hat. So, dann können Sie auch gleich einsteigen. Und dann würde ich auch in den Vertragsverhandlungen mit Ihrem Anbieter das Thema Datenschutz noch ein bisschen fokussieren. Oder wie man schön sagt, den Scheinwerfer draufsetzen. So, also das wäre so ein Thema. Oder wenn Sie eben, wie gesagt, aus dem frühen Vortrag andere Themen haben, Exit-Management. Wenn der Kunde die Frage stellt, wie kann ich sicherstellen, dass ich jederzeit auf meine Daten zugreifen kann? Und da steht da nichts im Vertrag. Dann wissen Sie, wird es schwierig, auch in dem Vertrieb, in der Vertriebssituation. Und ich glaube, wenn Sie nochmal so sich zurückerinnern, was wir so an Punkten haben, die müssen irgendwie behandelt sein im Vertrag. Weil ich glaube, das sind die Themen, die auch wenn Sie suchen im Internet unter Cloud Services, was muss man rechtlich beachten, das kommt halt irgendwie regelmäßig wieder. Hilft Ihnen das so als Antwort? Ja, selber, ja, also wie gesagt, wir gucken, was Sie mit. Ja, und was Sie schauen müssen, also es gibt ja, ich sag mal, Bereiche, wenn Sie im Bereich Finanzdienstleistung, Versicherung unterwegs sind, dann haben Sie Verträge, da können Sie die Uhr nachstellen, das Thema Datenschutz kommt nach dem zweiten Satz. Die haben das auch im Blick. So, und die werden sich dann auch mit bestimmten Grundlinien nicht zufrieden geben, sondern da kommen ganz viele andere Fragen. Man muss auch ein bisschen gucken, was haben wir für einen Kundenkreis da? Wie sensibel sind die an manchen Stellen? Wenn Sie Cloud-Service für Kfz-Werkstatten anbieten, ist es vielleicht beim Datenschutz entspannter und man kann mit Grundaussagen gut ins Rennen gehen. Meine Frage waren wir ganz bestimmt gleich noch hier im netten Gespräch zu zweit, zu dritt, zu viert. Herzlichen Dank nochmal an Herrn Feil. Genau. Hat er übernehmen für sich. Herzlichen Dank an Sie alle. Morgen geht es wieder weiter. Morgen wieder tolle Vorträge. Morgen sind Sie, glaube ich, nicht da. Übermorgen kommen Sie nochmal. Wieder tolle Vorträge hier zu vielen, vielen Themen, die IT-Sicherheit betreffen. Ihnen jetzt weiter viel Spaß auf der Messe und viel Spaß hier bei uns bei ESET. Herzlichen Dank.